precious time. So is it wrong to dance this line? Ich sterbe. If your heart was full of love, could you give it up? 'Cause what about, what about angels? Wahnsinn, ihr drei kleinen Engelchen. Mega gut. So toll, ihr habt wirklich ja alle zu Tränen gerührt. Lena, du trocknest auch schon die Tränchen. Ich kann es nachvollziehen. Ja. Na, ich fand es richtig schön. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Es war echt. Ich glaube, ich muss erstmal noch ein bisschen heulen und dann was reden. Das ist auch okay. Vollkommen danke. Verständlich. Max, sollen wir dich auch noch ein bisschen weinen lassen? Ja, ich bin einfach komplett berührt von euch. Also, dass ihr sowas mit euren Stimmen irgendwie auslösen könnt, dass irgendwie das halbe Studio hier am Flan ist, ist auf jeden Fall echt krass. Also, ihr habt den Song einfach unfassbar schön gesungen, mit so viel Gefühl. Gänsehaut am ganzen Körper, echt. Hammer, 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 Leute. Dankeschön. Danke. Krass. Sascha, ich sehe es auch in deinen Augen glitzern. Das war so ein richtiger Wow-Moment, was da aus euch rauskommt und wie ihr auch zusammen harmoniert habt und so. Und keiner hat versucht, sich in den Vordergrund zu spielen. Und das war ein ganz krasses Teamwork, auch mit so einer emotionalen Nummer. Also, ihr habt uns alle platt gemacht. Das war so schön. Das war einfach so ein schöner Moment, den wir hier alle dank euch teilen durften. Vielen Dank dafür. Danke. Dankeschön. Ja, auch für mich war es wirklich besonders. Ich glaube, man könnte sagen, das ist ein Battle, was auf jeden Fall in die Voice Kids Geschichte eingehen wird. Also es war sowas von emotional. Ey, Mats, riesen Respekt vor dir. Du bist viel, viel sicherer geworden mit der Stimme. Du hast so tolle Momente gehabt, wo ich dir das so abgekauft, diese Performance. Und ich finde, du bist einfach so ein toller Typ, der total berührt, weil du auch so fragil bist irgendwie. Ich mag dich total. Oh, danke. Du bleibst so ein Typ, wie du bist.
Alia, ich weiß, du bist sehr, sehr selbstkritisch und so und glaubst ja manchmal gar nicht, wie gut du eigentlich bist, aber ich würde mir echt wünschen, dass du das wegkriegst und einfach weißt, ey, du bist super, du bist ein Riesentalent, du bist Hammer, wie du bist. Lass dich da nicht verunsichern. Dankeschön. Ja, Phil, ich bin mir sicher... Phil hat auf jeden Fall einen ganzen Fanclub mitgenommen. Warst heute ein bisschen aufgeregt am Anfang, ne? Das hast du dann aber gut wegbekommen. Ich habe gemerkt, oh, der ist so aufgeregt. Und ich kannte das selber noch von meiner The Voice-Zeit, wo ich echt rausgegangen bin und dachte, oh Gott, mir zittern die Knie, wie soll ich jetzt nur einen Ton rauskriegen? Und da habe ich mich total in diese Zeit zurückgefühlt. Aber du hast dich super gut gefangen. Und deswegen riesen Respekt an deine Leistung auch heute. Es wird ernst. Ich weiß, es ist schwierig. Es war so ein besonderer Moment hier gerade auf der Bühne. Das will man jetzt irgendwie so ungern auch kaputt machen, ne? Oh Mann, 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 Mann. Also es ist wirklich für mich mit einer der schwierigsten Entscheidungen, die ich hier jemals treffen musste, weil ich euch wirklich alle drei super, super gut finde. Aber ich werde mit dem Talent gehen, das mich jetzt gerade heute am meisten überzeugt hat, dessen Performance mich auch am meisten berührt hat. Und das ist jetzt gerade eine Momentaufnahme. Deswegen an die zwei, die jetzt nicht weiterkommen, macht es bitte, bitte weiter. Ihr seid alle drei super, super geile Talents. Indie Sing-Offs. Gehe ich mit. Ich nehme Phil mit. Phil, du bist in den Sing-Off! Das ist unfassbar, was ihr drei hier gemacht habt. Dann möchte ich bitte nochmal einen Riesenapplaus für diese beiden unglaublich tollen Talente, Alia und Max! Er hat gewonnen, er ist in den Sing-Offs.